Fähigkeit ist genau das, was wir brauchen. Und die müssen wir noch die Rathalos-Quest machen. GG! Jawohl, Chef. GG. Du bist ein Lacker. Ich? Nein, ich bin ein Skiller. Hat doch nichts mit Luck zu tun hier. Next up, Diablos. Oh, it's you. Elfmal? Tja, also. Da sieht man die Unterschiede zwischen mir und dir. Ich hab Skill und du nicht. Keine Ahnung. Elfmal hast du den gekillt, Mann. Krass. Streamer Luck. Das gibt's nicht. Sowas gibt's nicht. Das ist Humbug. Yeah. Sprungmeister, Feuerangriff, Feuerwiderstand, Schwächevorteil. Erhöht den Elementschaden, Feuer, Wasser, Donner, Eis, Drache durch kritische Treffer. Also Affinitätstreffer oder was? Wenn wir keinen Rückenmark bekommen. Ja, die Rüstung wäre schon ganz geil, ne? Wir haben jetzt die andere Rüstung schon gefarbt. Oh, Moment, oh. So sieht's aus, Fuji. So sieht's aus.
So. Ja, ich sag mal so, ne? Oh, das ist nicht schlecht. Schwächevorteil ist schon ganz geil, aber das alles ist echt cool. Bis auf den Kopf. Den Kopf würde ich austauschen. Ne? Und dann eventuell die Brustplatte. Da müsst ihr mal schauen, wie das dann zusammen aussieht. Ob das geht. Ne? Erweiterter Zugangriff um einen Betäubungseffekt und erhöht die Angriffskraft leicht. Was heißt Zugangriff? Eventuell tauschen wir noch ein drittes Teil aus und damit machen wir dann das Farm obsolet. Weil wir so schnell schon wieder austauschen. Nee, wir warten noch. Also ich möchte es jetzt eigentlich nicht austauschen. Aber wir werden ein oder zwei Teile werden wir... Wüfernklinge Herbst. Dann macht das nämlich das Farmen obsolet. Das wäre jetzt nicht so cool. Mit Viereck, okay. Ah. Das sieht schon mächtig aus, ne? Ja, man merkt schon, dass es zwei unterschiedliche Monster sind. Ne? Bei den Handschuhen merkt man das nicht so, weil es nicht direkt der Vergleich ist. Ja, so wird es natürlich nicht auffallen. Aber Feuerangriff brauchen wir halt nicht. Krasse Rüstung. Ich bin ein Lacker. Ich habe auch gerade zwei übelst selten Items bekommen. Ja. Aber ich habe auch schon mal gefahren für so ein Eisviech, für eine Eisrüstung. Okay, dann kümmern wir uns mal an Diablos. Oh, it's you. Terratalos, Mann. Der sieht zerpflückt aus. Töte 5 Raffinos. Okay. Mein Hassgegner, seit ich nämlich Monster Hunter spiele, ist Diablos. Okay. Ja. Vor allem die Plus-Variante ist halt. Also Diablos ist. Aber bei mir ist es immer Rathalos Rathian gewesen. Und deren Abarten. Vor Dingen Plus ist einfach so nervig und ätzend. Giftklaue und dann kommt der Schwanz und denkst so, fuck you. Und dann kommt noch mehr. Da musst du die beide gleichzeitig töten. Dann kommt beide auf einmal und denkst du so, ah, komm, bitte nicht. Ach, ich erinnere mich, das ist richtig ätzend gewesen. Scheiß Rathian, Rathalos und Plus-Variante. Ja.
Okay. 5 Flugviecher killen. Denke ich, kriegen wir hin. Also Rathia und Rathalos ist einfach... Deswegen kennt man die einfach so gut, weil die einfach... Ach Gott. Wie oft man die killen musste. Und dann diese... Diese Abart mit ich glaube, Lehm gab's mal. Lehmend oder so. Ach mein fucking Gott. Einfach nur Hass. Einfach nur Hass. Erstmal looten. Ja, ich denke, Monster Hunter wird könnte sein, dass es ein wöchentliches Monster Hunter Format gibt, wo wir Monster jagen gehen. Aber noch nichts versprochen, aber es gibt ja wöchentliche Aufträge, da werden da meistens dann irgendwelche Abarten reingepatcht. Da könnte es vielleicht sein, dass wir uns da wöchentlich dem annehmen. Und die Quests dann machen. Ja, Blitz! Schönen guten Tag! Das war's an Fliegeviechern? Hey, na alles fit? Bist in letzter Zeit wieder weniger da, gefühlt. Was ist da los? Na cool, dein Tobi, dein Dude. Sehr schön. Alter, was ist das für eine Map? Das ist eine Tod- und Verderben-Map tatsächlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es Monster oder sowas gibt. Aber es ist tatsächlich eine Tod- und Verderben-Map, ja. Aber die Monster kommen hierher, um zu sterben. Und es gibt über uns... gibt es einen Korallenriff und deren Ökosystem basiert halt quasi darauf, dass die hier unten sterben. Also quasi Dünger. Und das Korallenriff sieht einfach mega aus. Sieht aus wie ein Unterwasserlevel, ist aber kein Unterwasserlevel. Das ist so geil. Also Korallenriff ist jetzt das absolute Favorite-Gebiet. Obwohl es super verwirrend ist da oben. Ja, solche Quests sind halt easy peasy, ne? Hoffe ich doch. Hey, Agent! Kann auch, wenn du willst, ein bisschen Feuerschutz machen. Werte Frau. Kann ich auch machen, klar.
Mhm. Was sagst du denn zu einer halben Stunde? Ein Tag? Achso, ja, stimmt. Stimmt, vergessen, dass wir gestern um 8 Uhr angefangen haben. Ist quasi ein Tag Spielzeit jetzt hat. Ja. Dieses Steuerung sieht mir etwas träge aus. Wie meinst du träge? Definiere träge, Kader. Ja, es ist geil, Agent. Das ist einfach ein Monster Hunter. Und es nimmt jetzt die Schwierigkeit eines Monster Hunter auf. Also am Anfang waren noch viel nur Friede, Freude, Eierkuchen und alles jetzt, ne? Aber dem ist es jetzt nicht mehr so. Wir mussten jetzt halt auch schon ein bisschen grinden, dass wir wieder auf einem ordentlichen Level sind. Und, Diablos. Jo, Safari, nice, sind wieder da, sehr schön. Aber die Steuerung ist gar nicht träge. Aber das wüsste ich gerne, wie meinst du träge? Du möchtest doch mal Monster Hunter rummeckern, was? Überleg dir gut, was du jetzt sagst, ansonsten könnte sein Kopf abtot. Film Wunder? Wat? Alles cool, sie beschwert sich, wenn sie mehr braucht. Mehr von dem hier. Von diesem Boy now. Nee, sie sagt schon was. Falls mal was sein sollte. Ein Botanikforschungsplatz. Da wäre jetzt natürlich Horned Town. Da bräuchten wir vielleicht Rüstung, die das ein bisschen. Die das verbessert ein bisschen. Es sieht aus, als ob du was drückst und es geschieht erst viel später. Echt? Du willst auch, also musst du nicht. Well done. Kein Problem. Reinigerbooster. Mhm. Mm. Du musst wollen. Meistersammler, Schleuderkapazität. Genau, Entomologe. Es gibt Botaniker jetzt mehrfach, aber Entomologe gibt's nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Wahrscheinlich habe ich ein paar Viecher vergessen zu killen und deswegen werden mir die Rüstungssets nicht angezeigt. Okay, dann schauen wir mal hier. Sollte ja theoretisch dabei sein. Hier. Okay. So, und dann
Ausrüstung ändern. Nehmen wir die Hose noch mit. Ich glaube, ja, Hose war es, glaube ich, ne? Genau, perfekt. Leider bin ich selbst gespannt auf den Film. Dann musst du nicht. Dann ist es freiwillig. Ich muss jetzt auch dann Simpsons gucken. Was? Keine Enten? Entomonologe. Oder so heißt das. So, 14 Hornetauren. Die sind eigentlich relativ schnell gekillt, ne? Weil die direkt hier sind und die spawnen immer wieder. Das heißt, wir... Ja, ne. Schlimm. Ich bin zu bemitleiden. Ja, die Farmquests. Ohne geht's leider auch nicht. Weil das halt da wichtige Fortschritte sind. Damit können wir weitere Forschungen betreiben. Du weißt, dass du dann schläfst gleich. Spielst Pokémon und dann spielst du Pokémon in deinen Träumen. Pokémon! Ha? Ein Enton hast du gefangen. Wow. Das war ein Erfolgserlebnis. Krass. Vor allem, weil Enton auch so eine Gefahr ist. Nachdem man den ganzen Tag Kopfschmerzen hat. Du wärst auch ein Enton. Wär ich irgendwie auch. Enton ist eigentlich ganz geil. Nein, nicht weil es doof ist. Ich kann mir vorstellen, dass wir zwei so Enton sind. Ist das dein Ernst? Nicht, er ist eigentlich prinzipiell gar nicht so doof, aber er hat halt so krasse Psy-Fähigkeiten, dass er halt dauerhaft Kopfschmerzen hat, der Dude. Deswegen ist Entoron ein richtig krasses Psy-Fähig. Hat so einen Kristall auf dem Kopf. In ein oder zwei Editionen hatte ich Enteron als Endgame-Viech dabei. Mit seinem Psy-Zeug und Wasser war es eigentlich ganz geil. Auch noch irgendwas Sinnvolles. Was können wir dann 20 Sekunden lang noch machen? Nix mehr. Wir können hier runterjumpen. Wir können auch irgendwas Sinnvolles machen. Ja, ich tue einen Käfer treten. Ich jump runter, nur um einen kleinen Käfer zu treten. Sehr gut. Sehr gut. Hornetaure Kopf. Okay, Kopf haben wir natürlich nicht bekommen. Yay, ich kann zweites Objekt anbauen. Wupp, 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 wupp.
Na, meine Freunde, alles fit bei euch? Ich. Ich wollte jetzt schauen, ob wir alles fertig haben, weil dann können wir nämlich morgen... Next up, Diablos. Genau, das wollte ich sagen. Ich habe den Schnurrding vergessen. Ich merke keinen Unterschied, aber gut. Ehrlich, ich merke keinen Unterschied. Ist das euer Ernst? You're just the awesomest. Kein Problem. Ach, er benutzt ein Rückenstück von Sora Magdaros als Energiequelle. Aha. Interessant. Das ist sehr gut, weil wir brauchen ja... Brauchen wir noch mehr Pilze? Ich überlege gerade, was wir noch brauchen könnten. Efeu, aber Efeu können wir immer noch nicht anpflanzen. Ah, Schlafkraut brauchen wir. Ich muss jetzt jedes Mal muss ich jetzt hingehen und was machen, ansonsten gehen die Buffs aus. Das wollen wir ja nicht. Schnupp, Safari ist zurück. Flugdrachen Lederhaut. Ein Frostbeutel, sehr gut. Und Lagiana Lederhaut, okay. Schick sie los. Ha, ja, Abenteurer von Kebo. Nice. 600 Punkte kostet mich das. Also sie früher zurückzuschicken ist nicht erwünscht. Jagen, sie werden jagen jetzt Höchstform, ne? Da wollen wir sie doch direkt auf eine richtig gefährliche Route schicken. Und zwar die hier. Nice, ihr zwei. Perfekt, okay. Der Schnurrtrupp ist unterwegs. Es haben sich jetzt auch hier keine neuen Quests aufgemacht. Schauen wir natürlich nochmal drüben. Bad ist schon praktisch. Next up, Diablos. So. Ja, ich war bei euch schon länger nicht da, ne? Drei große Monster jagt. Ja, das ist aber nur, wenn man hin und her jetzt switcht. Das ist ja noch gar nichts. Ja, das ist ja noch gar nichts.
So, das ist noch gar nichts. Du hattest früher, wenn du ein Gebiet gewechselt hast, immer Ladezeiten. Na? Oh, it's you. So bekommt der Bart immerhin seine Streifeinheiten. Ja. Das stimmt. Also, naja, immer Ladezeiten, wenn man auf eine Quest geht und wieder zurückkommt. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ist okay. Ich finde es jetzt akzeptabel. Aber ganz ehrlich, ich habe das auch schon früher akzeptiert und da war es noch viel schlimmer. Standardausrüstung. Was ist nicht Standardausrüstung? Cool. Deine Rüstung sieht ja auch fancy aus. Ja, ich meine, wir könnten ihn eigentlich so bauen wie uns selbst auch. Ne? Cool. Ja, das ist eine Rüstung, die gefällt ihm. Brutal. Und tot und verderben technisch. So. Oh, wir können jetzt aber die Brustplatte nicht mehr bauen. Wollten wir die Brustplatte? Wir wollten die Brustplatte bauen und den Kopf, ne? Okay, da müssen wir auf alle Fälle morgen nochmal Rathalos legen. Bah! Diablos! Ja. Diablos, den müssen wir dann... Den müssen wir töten. Genau, dann holen wir uns Kopf und Brust. Und dann sind wir fürs Erste ausgestattet. So. Ich finde halt doof, dass man leider nicht sieht, dass, was man anbaut. Das finde ich so ein bisschen... Ne. Aber gut, man kann nicht alles haben. Hi, Shogi! So, ja, theoretisch haben wir jetzt alles, ne? Coole Katze als Buff. Ich habe irgendwas vergessen, aber... Ah ja, Blitz. Blitz, Blitz, Blitz. Blitz, 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 Blitz. Genau, hier. So, dann killen wir heute noch Diablos. Ich habe Bock, ich habe Lust. Und das tun wir jetzt auch. Sollten wir ja in 10 Minuten hinkriegen. Hoffentlich. Na, vielleicht auch nicht. Dauert es ein kleines wenig länger. Okay, ja. Kennen wir ja schon, dass die zwei uns aufhalten momentan. Der älteste Alte da, der will uns ja nicht durchlassen. Jager in Diablos. Also, es gibt ja keine Schallbomben mehr, ne? Oder habe ich das, habe ich da irgendwas von was verrafft? Aber prinzipiell gibt es doch keine Schallbomben mehr, oder? Na, alles shit, alle übrigens.
by the way. Gibt's noch? Echt? Okay, mit was brauche ich die? Find doof, dass das alles schon entdeckt ist. Fassbombe. Ah, hier, Schreikkapsel. Oder? Das sind doch die Schallbomben. Ja, wir werden auch dann bald Schluss machen. Ja, wir zocken jetzt, wir holen uns jetzt Diablos noch und dann ist Schluss heute. Dann geht's morgen direkt fett weiter, ne? Weil das sind jetzt natürlich Monster, die wir noch kennen. Und dann wird uns gesagt, wo der ist. Und dann denke ich, neues Gebiet. Wieder. Ich habe bis 7 Uhr morgens gespielt. Und war dann 6 Stunden schlafen. Ja, ja. Oh. So. Wäre es nicht smarter, da das andere Lager zu nehmen? Schon seit 10 Minuten! Ja, boah, seit 10 Minuten schon online, schon geht er wieder offline. Dieses miese, dreckige, kleine. Ach Gott. Ich hasse ihn. Was für ein Ego-Mann. Denkt null an andere. Null. Wie kann er es nur wagen, offline zu gehen? Also, ganz ehrlich, ich bin schwer enttäuscht von dem Spaten. Spinne nehmen wir mit. So. Die Kratzer könnte von unserem Dude sein. Zerain! Schönen guten Abend. Caesar Zerain. Wir verstecken uns. Alles klar, Hose, bis morgen. Oha. Gehst du schon schlafen? Was? Was? Lass du noch schnell Diablos killen hier. Kannst du nicht schlafen gehen? So. So.
Seit 4 Uhr ist sie wach. Mann, Mann, Mann. Geht jetzt schon schlafen, muss so sagen. Gute Nacht, soll ich im Chat sagen. Spaß. Keiner hat gute Nacht gesagt, diese Schweine. Sagt gute Nacht noch an euch. Obwohl ihr nicht gute Nacht gesagt habt. Außer Elfo. Tja, die Schreikapseln funktionieren nicht. So eine Scheiße, da stand auf der Verpackung aber nicht drauf. Doch komm! Oh no! Jetzt mach keinen Blödsinn! Stufe extrem als fucking Rater los. Schwierig. Er hat zu viel Panzerung. Da wäre jetzt das Langschwert wäre super. Langschwert wäre super, kein Problem. Können wir den Barov looten? Ne, da ist schon despawned. Wir holen uns jetzt das Langschwert. Einfach weil wir Skills haben, die Panzerung ignorieren. Ah, hi Tim! Klar ist nur Stufe 3 das Schwert, aber. Gib ihm. Und es macht Gift. Gleich das Ganze wieder ein bisschen aus.
so, okay. Alter, du... Ernsthaft? Nochmal? LOL! Ach komm, fick dich. Ich wollte dich einfach nur mal schnell killen. Kannst du... Na, warte. Na, warte. Kann oder wenn man ihn noch anfeuert, du mieses Schwein. Raid- und Boss-Privilegien entzogen. No! Ach Gott. Nein, sieht man nicht, CF. Gut, okay. Das machen wir heute nicht mehr. Okay, Diablo ist nochmal eine ganze Ecke anders. Diablos! Ja, du fucking mich auch. Das war's, Raiden darfst du auf alle Fälle nicht mehr. Werdest du dich ganz, ganz schlechte Raid-Sachen einstellen. Ich meine, sowas kann ich gar nicht. So, okay, gut, meine Freunde. Dann soll es heute gewesen sein. Ibims, ein nicer Zocker. Und das war für heute Monster Hunter. Wir sehen uns morgen wieder. Da werden wir Waffen upgraden. Waffen bauen, upgraden. Eine spezielle Diablos-Rüstung. Panzerung. Nein, Waffe. Wir wollen Diablos richtig in den Arsch fisten. Dafür holen wir uns eine schöne dicke Elementwaffe und geben ihm. Naja. Next up, Diablos. Ach, halt dein Maul. Ja, hey, Axtlappen, was ist auch noch da? Tja, so ist es halt, Drake. So ist es halt. So ist das halt. Sehe ich schon das Diablos-Zeug? Nein, weil ich kann nichts gelootet habe von ihm. Ja. Boah.
Natürlich wollen wir den Fortschritt speichern, aber er hat ja ein Autosave drin, Gott sei Dank. Das wird lustig morgen. Morgen werden wir ganz normal legen. Wie alles andere auch. Okay, schön, dass ihr da gewesen seid, Ibims. Es war mir wie meine Freude ein Fest. 20 Stunden haben wir heute Monster Hunter gezockt. Gestern und heute zusammen. Nice. Haut's rein.